Wir Menschen beeinflussen das gesamte globale System. Die Herausforderungen für die Zukunft sind also riesig. Kann man da überhaupt was im Kleinen für mehr Nachhaltigkeit tun? Schauen wir uns doch mal die Ozeane genauer an. Hier sind die Auswirkungen des menschlichen Handels gravierend. Steigende Meeresspiegel, Korallenbleiche und Überfischung sind nur einige. Hinzu kommt noch die Plastikverschmutzung. Pro Minute landet eine Lastwagenladung voll Plastik im Meer. Von schwimmenden Plastikinseln bis zu Mikroplastik in der Tiefsee. Das ist für alle Ökosysteme ein echtes Problem. Einerseits lagern sich Umweltgifte zum Beispiel auf der Oberfläche des Plastik ab und andererseits fressen Tiere Plastik, von winzigen Wirbellosen bis hin zu den riesigen Walen. Und daran können sie dann verenden. Das Problem ist so groß. Können wir da überhaupt etwas tun? Auf jeden Fall. Auf lange Sicht müssen wir natürlich weg von der Wegwerfgesellschaft und Produkte recyceln oder im Kreislauf führen. Dafür kann man zum Beispiel Petitionen unterzeichnen. Und man kann Projekte unterstützen, in diesem Fall zum Beispiel für den Ozeanschutz. Außerdem kann man im eigenen Haushalt anfangen. Kosmetik, Reinigungsmittel, Kleidung, Verpackung, überall gibt es nachhaltige Alternativen. Und man sollte Einweg vermeiden. Ab 2021 werden solche Coffee-to-go-Becher aus Plastik verboten. Aber lass uns doch einfach früher anfangen. Vielleicht hat euer Lieblingscafé oder Restaurant auch schon Mehrwegsysteme.